90 spannende und gute Fußballminuten erleben bei dieser Europapokalbegegnung, zu der Ajax Amsterdam Anstoß hat. Beide Mannschaften mit einer Ausnahme in bester Besetzung bei Amsterdam, bei Ajax nämlich fehlt Verteidiger Hüthoff, der Mann, der Gerd Müller decken soll. Es gab eine Menge Aufregung noch kurz vor dem Spiel, dass Schiedsrichter Rudolf Scheurer aus der Schweiz sofort anpfeifen wird, denn es hieß, Gerd Müller kann doch nicht spielen, er hätte einen Wadenbeinanbruch, aber er kann. Und die Partie läuft. Bayern München also in kompletter Besetzung, vielleicht ein bisschen überraschend für viele, dass Trainer Udo Lattek dem jungen Dürrenberger den Vorzug gegeben hat vor dem erfahrenen Franz Krauthaus. Und Rot. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Warum Schiedsrichter Scheurer ihm hier die, wenn ich es richtig gesehen habe, gelbe Karte zeigt. Rot also gegen den Star von Amsterdam. Er soll treu halten. Repp, der junge Rechtsaußen. Und Freistoß für Bayern München. Schwarzenbeck. Und erstmals orientieren sich die Bayern ein bisschen nach vorne. Rot. Breitner. Müller. Uli Hoeneß. Abseits. Und die Bayern sofort mit allen Spielern wieder in der eigenen Hälfte. Abseits. Gefährlich! Kaiser wird den ersten Eckstoß treten. Hansen. Und immer noch Gefahr. Und Sepp Maier. Es ist wichtig, dass gerade er in den ersten Minuten hier und Beckenbauer. Vorteil. Müller noch in der eigenen Hälfte. Schön gemacht. Beckenbauer. Hoffmann. Wieder Hoeneß. Sehr schön gemacht. Hoeneß. Das ist eine Möglichkeit. Und Stoll steht richtig. Beckenbauer. Sehr offensiv. Und eine Schussmöglichkeit. Und knapp vorbei. Und einiger Zwist im Augenblick in der Hintermannschaft von Ajax Amsterdam. Man macht sich gegenseitig Vorwürfe. 0:0. Ein bisschen gefährlich, was die Bayern da gerade vor dem eigenen Strafraum spielen. Repp. Rolf startet. Null zu null zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München. Hoeneß. Hansen. Noch einmal Hoeneß. Müller. Hoffmann. Ja, er muss gehen, er muss alleine gehen. Nur Gerd Müller ist mit vorne. Müller. Nein, noch einmal auf die rechte Seite. Uli Hoeneß, Müller ist mit vorn. Tobel, noch einmal,
Oh! Müller, schön, eine Möglichkeit, Schneider! Und abseits. Schwarzenbeck, Retter, wirklich in höchster Not. Und Kaiser! Das war die größte Möglichkeit bisher für Amsterdam, aber es wäre gar keine gewesen. Rolf. Wahrlich ein strammer Schuss aus 25 Metern. Abseits. Turbier, Schilcher, Repp. Oh, und gerettet auf der Linie. Roth, der diesen kapitalen Fehler von Meier ausgemerzt hat. Hier schauen Sie sich das noch einmal an. Meier verfehlt und Roth auf der Linie oder kurz davor. Schilcher. Schwarzenbeck. Turbier und Meier, Posten. Aber ich glaube, er hatte die Hand noch. Müller und Hoeneß beim Anstoß für den zweiten 55 Minuten. 0:0 zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München. Der haushohe Favorit hat also noch kein Tor geschossen. Die Meinung war hier vom Taxifahrer bis zum Kollegen von Funk, Fernsehen und Presse, das Ganze sei für Ajax eine Pflichtübung, etwas, was man mehr oder weniger im Vorübergehen erlegt. Aber eine Möglichkeit für Amsterdam und vergeben. Aber Eckball. Ein Abseits, eine Möglichkeit. Müller steht. Zu hoch kommt dieser Ball für ihn. Aber immer noch. Und Hoffmann. Hansen. Schilcher. Gefährlich. Und Tor. Nach insgesamt 53 Minuten. Wir werden das sicher gleich noch einmal sehen. Raum. Und gefährlich. Weiterspielen sollte Schiedsrichter Scheurer am Weiterspielen. Und die Bayern kommen. Uli Hoeneß, was Sie im Moment noch nicht sehen können. Jetzt haben Sie ihn im Bild. Müller ist dabei. Kobel kommt. Hoeneß. Ja, das war einer zu viel. Kobel. Sürnberger. Und Hoffmann. Müller läuft rechts völlig frei. Die Möglichkeit zum... Nein, 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 nein. Jetzt hätte er es alleine machen müssen.
rechts außen Repp. Da wurde Sepp Maier von seinen eigenen Spielern behindert, sonst hätte er diesen Ball wohl sicherer oder überhaupt sicher fangen können. Ein herrlicher Schuss, ein herrlicher Volley-Schuss. Nach der verunglückten Abwehr schießt Gary Mühren das 2:0. Spielminute, 2:0 für Ajax Amsterdam, Torschütze also Gary Mühren, der Mann mit der Nummer 9. Blankenburg. Beckenbauer. Rolf. Hecke, denn Rolf hatte den Fuß dazu. In der Wiederholung. Maier kommt zu spät. Kaiser 3:0 in der 70. Minute. Noch einmal, das Spiel ist noch nicht wieder angepfiffen. Ecke, die zweite für Bayern München. Möglichkeit und jetzt abgepfiffen. Muss noch 3 Meter mindestens zurück. Rot. Abseits. Ja, zu schnell kam dieser Pass von Breitner. Kreuz. 4:0 in der 88. Minute. Da kam nun wirklich postwendend die Bestätigung für das, was ich eben sagen wollte. Diese Mannschaft schläfert ihren Gegner vorübergehend einmal ein und dann ganz plötzlich schaltet sie um auf Tempo. Dann kommt eine präzise Flanke, ein präziser Kopfstoß wie in diesem Fall. 4:0 und damit sind die Europapokalträume von Bayern München im Pokal der Meister wohl sicherlich auch im zweiten Anlauf ausgeträumt. Denn Ajax Amsterdam gilt nicht zuletzt auch als eine Mannschaft, die auch auf fremdem Platz sehr, sehr stark spielen kann. Der Zusammenbruch Bayern Münchens, anders kann man es wohl jetzt nicht mehr bezeichnen, vollzog sich, was begünstigt wurde durch einige Fehler in der Hintermannschaft.